Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei der Edda bricht aus Anniversary Edition. Noch ist hier lange nicht Schluss. Scheinwerfer, Limousine und noch ein Scheinwerfer. Das ist ziemlich krass. Da müssen wir Dinge mit ausprobieren. Nicht wahr, Harvey? Hallo, ihr Scheinwerfer. Wie geht's euch denn so? Stinko, Stinko. Was? Ihr wagt es, mich zu beleidigen? Mich? Den großen Zampano? Stinker, Stinker! Oh, das macht mich wütend. Kommt herbei, Kräfte der Zerstörung! Gebt dem großen Zampano seine destruktive Supermacht! Harvey? Ist was? Du bewegst deine Lippen so seltsam. Was? Ach, nein, nein. Alles in Ordnung. Du wolltest mir was zeigen? Das ist wundervoll. Und das einfach nur, weil ich Scheinwerfer mit Harvey kombiniert habe. Jetzt bin ich sehr froh, es getan zu haben. Hallo, Limousine! Was hältst du davon, Harvey? Das Auto verspottet uns. Ja, ich höre es auch. Und was nun? Na, was wohl? Wir spielen Autofriedhof. Autofriedhof! Ja! Netter Schlitten. Nettes Porträt. Oh oh. Oh oh. Wer war das? Ja, keine Ahnung. Bekritzeln wir sie mal, oder? Oh! Nani! Oh Gott! Wer war das? Oh je. Wie schön! Aber das sollte jetzt weniger Geräusche machen. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Stimmt, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal, ne? Oh! Und ihr dachtet, in Street Fighter 2 hat es Spaß gemacht, Autos zu beschädigen. Von wegen. Hier ist das viel besser. Nein, versuch was anderes. Ich glaube, mehr können wir auch gar nicht machen. Oder? Außer diesen Kratzer noch? Extra für euch. Immer wieder dieses Geräusch. Extra für euch. Wer war das? Dass er nicht einfach mal im Auto stehen bleibt. Oh oh. Kann man damit auch? Ja! Oh. Wer war das? Du wirst es nie herausfinden. Nur die Cornflakes seid wahrscheinlich wieder nicht dazu bereit, oder? Das klappt so nicht. Das habe ich mir gedacht. Nein, versuch was anderes. Nein, Ein Topf ist nicht destruktiv genug? Oh, oh. Oh, mal ein Dengel. Dengel, 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 Dengel. Wer war das? Gut. So, jetzt versuchen wir nochmal die Scheinwerfer ein bisschen, oder? Nein, versuch. Okay, hat geklappt. Wer war das? Du wirst es niemals herausfinden. Das ist wundervoll. Nein, versuch.
Vielleicht Ketchup, hä? Nein, versuch. Nein, versuch. Gut, okay, wir haben sie ja jetzt schon kaputt gehauen. Was wollen wir noch mit den Scheinwerfern machen? Nein, versuch. Gut. Okay. Ich glaube, das reicht. Was haben wir denn vor dem Haus? Das Haupttor. Und hier haben wir den Haupteingang. Da sitzt diese Wache am Empfang. Das stimmt, das muss nicht sein. Oha. Sieh mal einer an. Eine Vogeltränke. Ein Zen-Garten. Ein Fenster. Ein Garten. Darin kommen nur die Harten. Okay. Wundervoll. Und so sah das Ganze damals aus. Eigentlich ja auch ganz hübsch. Na schön. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Nicht? Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Außer die verrückten Vögel. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Sag ich ja. Oh ja, die Vogeltränke muss mit! Ich freue mich schon auf Benutze Vogeltränke mit Dr. Marcells Schreibtisch. Aber was ist das? Meine Hände sind zu schlecht gezeichnet, um die Tränke anzuheben. Zapperlott. Ach, Poki, hättest du die nicht besser? Sieh mal an, da vergabst du gerade Errungenschaft. Hättest du die nicht besser zeichnen können, Jendo? Cheep! Du bist schon ein K. Die Vögel. Gut. Hallo, Garten. Oh, hier habe ich die Harke. Die Harke lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Vielleicht kann ich mich über die Mauer hinweg harken. Du kennst dich mit Gartenarbeit nicht besonders gut aus, oder? Was hätte denn sonst funktionieren sollen? Na gut, dann stelle ich sie halt wieder zurück. Ha, wer braucht die schon, ne? Aha, der gute alte Kaugummi-auf-Harke-Trick. Ein Klassiker. Den bewahre ich mir für die passende Situation auf. Genau, man weiß nie, wann man ihn mal braucht. Moment mal, da sind ja schon Rillen drin. Irgendwer ist mir zuvor gekommen. Sapperlot. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Schade. Hey, Harvey, was hast du eigentlich zu der Harke? Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich hab mal gehört, dass Hasen Harken schlagen. Oh. Danke. Wenn ich doch nur noch weitere Stifte hätte, dann könnte ich prima parallele Linien zeichnen. Wenn ich es genau bedenke, reicht mir der eine Stift vollkommen. Die Harke ist nicht halb so cool wie mein Poloschläger. Das finde ich auch. Wobei wir damit Hulgor schön übers Gesicht hätten haken können. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen radioaktives Urzeitlaub. Meine Lieblingsfolge. Oder meine Lieblingsszene. Wie auch immer. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp. Wenn das Laub mal nicht gelb genug ist, Senf auf die Harke. Gibt es zu Senf und Ketchup eigentlich immer dieselben Sprüche? Ist ja voll langweilig. Immer. Poki hat sich einfach nicht besonders viel einfallen lassen. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp. Wenn das Laub mal nicht rot genug ist, Ketchup auf die Harke. Weißt du,
gerade mal 30.000 Zeilen. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich ärmlich. Da hättest du dir schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Gerade für die Cornflakes. Von den Cornflakes bin ich richtig enttäuscht. Harvey? Ja, Edna? Wenn ich irgendwann aus lauter Verzweiflung anfangen sollte, Cornflakes zu haken, dann erschieß mich bitte. Ist es dann nicht schon zu spät? Schön. Ist da auch wirklich kein Laub auf meinem Schlüssel? Nicht ein Blatt. Das kann nicht sein. Aber jetzt, wo ich die Harke habe, kann ich auch dafür sorgen, dass es so bleibt. That's the spirit. My boy. Gut, dass ich diese Schraube festgezogen habe. Die war ganz lose. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Unfassbar. Schlechter Atem, struppiger Bart, Harkennase? Also ich. Klarer Fall für Kommissarin Konrad. Es ist eine Harke. Absolut. Therapeutisches Haken ist angeblich gut für die Psyche. Der Zen-Garten ist die perfekte Umgebung dafür. Dieser Topf wäre auch ein prima Laubcontainer. Aber besser ist er als Topf. Sag doch nicht sowas. Du hast ihn ja noch nie ausprobiert als Laubcontainer. Nicht schlecht. So bekommt man keine Blasen bei der Gartenarbeit. Schon mal was von Gartenhandschuhen gehört? Verflucht, die haben meine Idee geklaut. So ein Mist! Die gucken uns alle zu. Lass mal die Harke und den Schlüssel zusammenknoten. Lass mal erst unser Gehirn einschalten. Wow! In einem Schweizer Taschenmesser hätte ich all diese Funktionen in einem. Aber wenn du nur das eine Inventarobjekt hättest, womit würdest du dir dann die Zeit totschlagen? Wohl wahr. Diese beiden Gegenstände erinnern mich an einen Gedanken, den ich vorhin hatte. Was trägt die modebewusste Frau wohl diesen Herbst? Klare Antwort. Blaue, coole Plüschhasen. Gute Antwort. Was fehlt in dieser Reihe? Harke? Telefon? Ich weiß es. Die Logik. Ja, und die Reihe. Okay. Ja, hättest du keinen Bock mehr, dass die Spieler alles miteinander kombinieren, oder? Du musstest es ihnen unbedingt unter die Nase reiben. Sie gehören zur selben Familie. Wenn die Gabel groß ist, wird sie aber was Cooles machen. Nicht die Familiengärtnerei übernehmen. Sie könnte als Dreizack bei den Atlantern arbeiten. Yippie! Da will ich auch hin. Ich bin schließlich Wassermann. Die Harke steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eine bekommen. Das Leben ist ein Online-Store und du kennst Papis Kreditkartennummer. Keine Chance. Daran beißt sich die Schere nur die Zähne aus. Aber vielleicht kann die Harke die Zickzackschere kaputt... Egal. Nein, das hatten wir schon. Ich glaube, den Rest hatten wir, ne? Da komme ich doch niemals rüber. Jetzt sei doch nicht so verzweifelt, Edna. Na gut, dann... Nein, tu das nicht. Sesam, öffne dich. Da komme ich doch niemals. Das hast du jetzt gesagt, Edna. Das hast du jetzt gesagt. Das ist der erklärte Etappenfeind. Da komme ich doch niemals rüber. Aber vielleicht, wenn du den Ersatzreifen geschickt mit der Mauer kombinierst? Warum bauen wir nicht Räder an die Mauer und fahren sie zur Seite? Es gibt einen Grund. Er fällt mir nur gerade nicht ein. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Aber vielleicht kann der Generalschlüssel auch die Mauer aufbekommen. Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Die einzige Öffnung ist das Haupttor da hinten. Sie ist der Deckel vom Anstaltstopf. Ich werde dafür sorgen, dass Dr. Marcells Suppe überkocht. Wenn wir auf der anderen Seite sind, rufen wir die Polizei. Aber was sagen wir ihr? Stimmt. Wir müssen erst herausfinden, was passiert ist. Wir müssen zu meinem Elternhaus und Beweise finden. Das klappt so nicht. Ach, Cornflakes. Ihr hättet wenigstens schon mal die Polizei verständigen können, aber nein. Ich könnte natürlich einen Hilferuf draufkritzeln,
einen Flieger falten und ihn über die Mauer werfen. Ich fürchte nur, es wäre wenig glaubwürdig. Auf der Rückseite einer unterschriebenen Anmeldung zur Therapie. Meinst du? Yay! I'm a fine. Das ist super. Ich wusste gar nicht, dass es hier eine Simpsons-Anspielung gab. Prima. Edna war aber auch hier, oder? Komm, Edna muss auch noch hier sein. Forget about Willy, free Edna. Das ist super. Yeah. Yeah. Und jetzt noch mit dem Poloschläger diese Wand einreißen. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Schade, dass wir den Strohhalm nicht mehr haben. Um hier einen Tunnel durchzugraben, bräuchte ich wohl eher einen Löffel. Mist. Ah, Herr Mobelfrupp. Was hast du nur mit unserem Löffel angestellt? Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Na gut. Sieht doch ganz nett aus. Verlassen wir für den Moment mal diese nette Szene. Und machen die Vogeltränke schmutzig. Ja, entschuldigt. Das ist alles, was ich in meinem Leben je wollte. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Ich mach das. Es ist vollkommen ungefährlich. Und jetzt? Es ist voll. Aber eigentlich müssten da die Cornflakes doch gut funktionieren, oder? Das klappt so nicht. Ach. Cornflakes. Was mache ich nur mit euch? Den Zen-Garten, den gucken wir uns später an. Da will ich jetzt eigentlich erstmal nichts weiter machen. Wir könnten auch mal zum Wachturm gehen. Da mal reingucken, oder? Guck sich das mal einer an. Ein Stromzähler. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. Wer würde denn sowas tun? Das würde bestimmt Blase tun. Ich kenne doch Blase. Der ist schuld. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nein, mach eine Fassrolle, Edna. Dann klappt das. Mach eine Fassrolle. Do a barrel roll. Kein gutes Versteck. Hast du dich gerade in den Boden geglitscht? Boden. Also ich würde sagen, das ist sogar ein ziemlich brillantes Versteck, Edna, aber jedem das seine. Wusch. Kein gutes Versteck. Moment, wie? Nein, Edna, nein! Kein gutes Versteck. Wie sah das denn damals aus? Das hast du doch damals nicht gemacht. Nochmal, hier. Hier. Kein gutes Versteck. Interessanterweise funktioniert das im Original wesentlich besser. Das finde ich jetzt ziemlich krass. Okay. Muss ich mir hinter die Fässer? Vielleicht klappt's dann, hä? Nee, sie will hier hin. Kein gutes Versteck. Oh Mann. So, erstmal alles bekritzeln hier. So, Edna war auch hier. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, Harvey, denk an die vielen unschuldigen Grundwasseramöben. Ich mag Grundwasseramöben. Ich denke den ganzen Tag an sie. Das heißt ja nicht, dass ich sie gleich heiraten muss. Das ist dran. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Yeah. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, Harvey. Das könnte die geheime Zutat für den Stinktrink sein. Ich kenne die Nummer der Umweltaufsichtsbehörde nicht. Außerdem rufe ich da nicht mehr an. Nicht seit diesem Zwischenfall. Darin nach Fischen zu angeln ist vergebene Liebesmüh. Schade. Lass uns ein Loch in... Ach, ich mag nicht... Das heißt...
Lass uns ein... Ich denke... Nein, der ist schmutzig genug. Schmutzig genug? Schmutzig genug? Jetzt zufrieden? Noch lange nicht. Aber es ist besser. Nein, wenn ich den da reinfallen lasse, finde ich ihn nie wieder. Das klappt so nicht. Ach, Cornflakes. Was soll ich denn noch das mit euch machen? Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite, meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Das ist dran. Ich fülle mir etwas ab. Und jetzt Prost! Endlich bin ich diesen Geschmack vom Stinkdrink los. Oh Mann. Nein, der ist schmutzig genug. Schmutzig genug? Jetzt. Mach lang. Lass uns ein Loch in... Ach, ich denke... Oh, glitschen können wir auch noch. Ja, aber ich brauche vielleicht den Kaugummi, oder? Brauche ich ihn nicht? Bin ich jetzt beim Kaugummi los? Ich weiß ehrlich gesagt den Nutzen vom Kaugummi gerade nicht. Deswegen hoffe ich, es ist nicht weiter tragisch, dass wir ihn jetzt einfach hier hingeklebt haben. Ein Dead End hätte doch jetzt was, oder? Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Ich lasse es einfach drauf ankommen. Gut. Gehen wir mal da hoch. Er ist da. Oh. Na warte. Dich krieg ich. Bitte. Hallo. Schnell, Edna. Im Boden verschwinden. Kein gutes Versteck. Oh nein, er kommt. Oh. Ach, Edna. So. Das kleine Fräulein ist auf der Flucht, was? Klein, ich bin Kopf größer wie du. Oder ich mach dir Beine. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Diese Drohgeste. Ja, was hat es mit diesem netten Spießgesellen wohl auf sich? Was müssen wir hier tun? Und sollten wir nicht lieber vielleicht doch erstmal woanders hin? Die Antwort auf diese Frage, die bekommt ihr im nächsten Part von Edna bricht aus.